Die aktuelle Situation an unseren Schulen ist schwierig. Für uns alle. Für unsere Kinder, unsere Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für uns als Eltern. Gezieltes Lüften ist das wirksamste Mittel, um die Aerosolkonzentration zu senken. Doch wie lüftet man richtig und ausreichend? In solch komplizierten Situationen ist es praktisch, eine einfache Lösung zu haben. Theben bietet diese Lösung. Er zeigt nach dem Ampelprinzip an, ob die Luftqualität gut, ausreichend oder schlecht ist. Okay, ich kann die Maske jetzt abnehmen. Der Raum ist gut gelüftet, der CO2-Monitor zeigt grün. Hallo, mein Name ist Axel Kaiser, ich bin Vertriebsleiter und ich simuliere jetzt mal schlechte Luft. Damit kann gelüftet werden, bevor die CO2-Konzentration in der Atemluft zu hoch wird. Gleichzeitig vermeiden wir, dass die Räume zu stark auskühlen. Das spart Heizkosten und senkt das Erkältungsrisiko. Der mobile Sensor lässt sich per USB-Kabel mit Strom versorgen, zum Beispiel an einem Laptop oder einem handelsüblichen USB-Netzteil. Alternativ kann er auch fest montiert werden. Technische Daten findet ihr auf unserer Webseite unter theben.de/CO2. Unser Produkt, ein kleiner Beitrag in dieser schwierigen Situation. Bleibt gesund! Ach übrigens, in Bayern gibt es aktuell noch Fördermöglichkeiten für Schulen.